Kennst du die Geschichten über Metro 2 und die unsichtbaren Beobachter? Du hast aber von Ragnarok gehört, der letzten Schlacht der Götter. Nun, Metro 2 ist der Ort, an dem das Volk Schutz sucht, wenn die Mächte des Bösen siegen. Der Legende nach liegt Metro 2 unter dieser hier versteckt. Unsere ist die Metro für die Schafe. Und Metro 2 ist für die Schäfer und ihre Hunde. Früher haben die Schäfer von dort aus die Herde gehütet. Aber später ließ ihre Kraft nach und ihre Schafe zerstreuten sich in viele Richtungen. Ein einziges Tor verband die Städte. Und zwar an einer Stelle, an der die Karte nun durch eine rote Narbe zweigeteilt ist. Aber irgendwas geschah. Und das Tor zu Metro 2 wurde für immer geschlossen. Jene, die hier leben, vergaßen Metro 2 mit der Zeit. Und es wurde ein Mythos draus. Und obwohl Metro 2 nicht mehr in unserem Bewusstsein steckt, existiert sie noch. Sie ist überall. Ihre Tunnels sind mit unseren verflochten. Ihre Stationen liegen hinter den Mauern unserer Stationen. Diese zwei Metros kann man nicht voneinander trennen. Und jene, die glauben, dass die Schäfer ihre Herde nicht... Kann ich da nicht durchschleichen? Sagen, dass sie noch immer über uns wachen. Dass sie uns jeden Schritt vorgeben, sich uns aber nicht zeigen. Und das ist der Glaube an die unsichtbaren Beobachter. Aber warum wollen sie nicht, dass die Leute von ihnen wissen? Zunächst einmal, weil Schafe voller Sünden sind, denn sie haben die Schwäche ihrer Schäfer genutzt, um sie zu verlassen. Und seit Metro 2 von unserer Welt getrennt wurde, haben die Schäfer sich in eine andere Richtung entwickelt. Sie sind keine Menschen mehr, sondern Wesen einer höheren Ordnung, deren Logik für uns nicht nachvollziehbar ist. Sie haben die Macht, alles zu verändern. Sie können sogar die verloren... Du! Scheiße! Scheiße! Hier war überhaupt nichts. Alarm! Sie sind hier! Niemand ist hier. Oh Gott sei Dank eine goldene Gasmaske. Eine etwas bessere. Oh. Oh. Das war mal eine Oh. Wir gerade von Fallen sprachen. Aber dein Geld nehme ich wohl. Das hätte ich gerne. Eintrag 2. Die Metro tötet den Glauben an Wunder, lehrt dich aber auch ohne Hoffnung zu leben. Und trotzdem kann ich keine Erklärung dafür finden, dass ich so erfolgreich durch das Labyrinth der schwarzen Station gelange. Voller Faschisten wohlgemerkt. Das grenzt an ein Wunder, als wenn ich von jemandem geführt würde. Ist das meine dumme, unverwüstliche Hoffnung? Oder vielleicht das Schicksal selbst? Artyom, mein kleiner Freund, du freust dich zu früh. Okay, das können wir nicht benutzen. Oh, leuchtende Pilze. Warum? Ich wollte gerade sagen, warum fackeln die nicht ab, Alter? Wer liegt denn hier wieder? Oh, Alter. Oh.
Medikit. Okay. Mehr nicht? Okay, alles klar. Boah, ich hasse Spinnen. Huch. Wo hab ich mich erschrocken, ey? Hab ich mich erschrocken, so eine Scheiße. Denk mir, boah, Alter, voll eklig. Und auf einmal knackst es neben mir. Der Hund hat sich im Körbchen gestreckt. Lotti, was machst du da? Ja, du bist total entspannt, ich weiß. Boah, Alter. Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Komm, ruh dich aus. Nö, erstmal gehe ich nach hier hinten, provokativ. Nur um zu gucken, ob hier was ist. Und guck mal. Ist alles voll. Sag mal, schieße ich zu wenig oder was? Muss ich echt noch einen Schwierigkeitsgrad höher gehen oder was? Na komm, wir fahren mal. Mopete. Wir werden die Polis bald erreichen. Wow. Alter Schwede. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Furcht. Wir sind schwach. Wir werden sterben. Schrecken. Das ist das Ende. Okay. Müssen wir laufen? Kinder wollen ihre Eltern sogar lieben und verstehen, wenn diese sie hassen. Wir möchten euch verstehen und helfen. Was macht er da? Lauf, Artyom! Wir wollen helfen. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Okay. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hand das Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Meine Aufgabe war erfüllt. Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Mach den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Alle Nachtsichtgeräte auf. Niedlicher Flammenwerfer. Alter, niedlicher Geschützturm. Holy shit. Das ist doch mal ein Bunker. Nicht schlecht. Das sieht doch mal ein bisschen gepflegter aus als die anderen Stationen, oder? In Ordnung, geht. Was willst du? Gar nichts. Geh weg. Geh weg. Wir kommen in der Polizei.
Eintrag 1. Moin moin, hey Buzzy, schönen guten Abend. Polis, Eintrag 1. Solange ich mich erinnern kann, hatte ich immer den Traum, die Polis zu besuchen. Das harte und hoffnungslose Leben im Untergrund macht einen mürbe und wild. Es macht einen zu einem Tier. Und nur in der Polis kann man etwas bleiben, das an das große... Was? Kann man etwas bleiben, das an das große Volk der Vergangenheit erinnert. An die Menschen, die den Planeten in ihrer Tasche hatten. Die Polis ist die letzte Zuflucht der Wissenschaftler, der Lehrer, der Künstler. Und all jener, die man in anderen Stationen als nutzlos betrachtet. Die letzte Trutzburg der Kultur und Zivilisation. Trutzburg? Was ist denn eine Trutzburg? Wie alt ist das Wort denn bitte? Und die Geschichten, die in der Metro erzählt werden, besagen, dass elektrisches Licht dort Tag und Nacht brennt. Genauso, wie es in unserer Vergangenheit war, die niemals wiederkehren wird. Die Polis erfüllt all die ungeheuerlichen Erwartungen, die ich hatte. Riesig, glänzend und sauber bis zur Perfektion. Eine echte Untergrundstadt. Ihre vier Stationen, die zusammengefasst wurden, gleichen den Hallen der antiken Tempel, die ich in Geschichtsbüchern gesehen habe. Alleine schon hier zu sein, lässt einen diese unglaubliche Energie spüren. Lässt einen glauben, dass die Menschheit wieder auferstehen wird. Wenn es in der Metro eine Macht gibt, die die Messe vor den Schwarzen retten kann, dann muss sie hier verankert sein. Hauptmann Krasnov, Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Mila. Schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Oh. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, hm? Idiot. Idiot. Hallo! Und was habe ich so letzte Woche verpasst? Letzte Woche? Totale Jane-Skalation am Freitag natürlich. Und totale Jane-Skalation am Sonntag. Und... die restliche Story. Zu spät. Jetzt musst du warten. Patronen kommen Sie. Schauen Sie. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Anpassen. Dann wartete ich an der schwarzen Station auf Sie. Und übrigens, die Faschisten haben sich dort verschanzt. Sie kommen uns definitiv näher. Wo ist er? Oberst, melde mich zum Bericht. Artyom, ich bin Miller. Ach, guck mal, wie gut er noch ausgesehen hat. Hier entlang. Und die FPS-Party am Sonntag. Boah, hör auf! Dieses scheiß Geruckel. Und Miller hat damals schon getrunken. Und da hat er immer noch seine Tier. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Polis gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Also wie gesagt, du hast ja einiges verpasst. Ah, aber du kannst ja viele Sachen davon auf YouTube nachgucken. Und falls du nicht weißt genau wo, dann gibt's das. Hier. Hab mein Poster gebastelt. Sehr geil. Mensch, warum säufst du so viel? Ich musste einfach. Teufel, auf dich! Als wenn du nichts Besseres zu tun hättest. Scheiß auf was Besseres. Oh, Zwischensequenz. Kannst du den ganzen Streams nochmal hier auf Twitch schauen. Genau, das geht natürlich auch erstmal. Weil wir hängen so ein bisschen nach auf YouTube. Ich beeile mich, aber es funktioniert leider nicht immer. Sind das Cuts oder die ganzen Streams? Das sind eigentlich die ganzen Streams in halb Stunden geteilt. Der Rat ist abgelehnt, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen.
Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Quatsch du mal, ich lese erst meinen zweiten Eintrag, so. Kann man im Endeffekt ja mal kurz so ein bisschen als Pause sehen. Ja, also wie gesagt, auf YouTube lade ich eigentlich immer die ganzen Streams hoch. Ich schneide immer in Halbstundenstücke. Manchmal mache ich auch, wie jetzt dieses Gesabbel hier zum Beispiel. Das werde ich dann rausschneiden und ja, das hat ein bisschen Story mit drin ist. Ne? Also ich kürze jetzt nichts irgendwie brachial raus, sondern wirklich nur, wenn ich, was weiß ich, eine Pinkelpause mache, wenn ich was zu trinken hole, wenn ich mich gerade, wenn ich von Janie gerade eine Pfanne an den Kopf kriege, sowas. Das mag ich nicht so, da bin ich so alleine. Aber du siehst ja trotzdem, also ich habe es noch nicht hingekriegt, zwei Sachen gleichzeitig auf meinem Streaming-Rechner aufzunehmen. Eins mit Alerts, eins ohne, damit ich die ordentlichen Aufnahmen habe. Sondern wir haben da ständig die Werbeeinblendung jetzt mittlerweile auch drin. Um links neben Herkus Namen und deinen Videos in die ganzen Streams der letzten zwei Wochen. Ja, das ist richtig. Also du kannst im Endeffekt die letzten zwei Wochen auch nochmal nachgucken. Und ich glaube, bei mir ist es sogar ein bisschen mehr noch, ne? War das nicht irgendwie so, dass bei Twitch Prime-Mitgliedern ist das nicht sogar nicht nur 30 Tage, sondern 60 Tage lang kann man die gucken? Irgendwie so war das, ne? Auf jeden Fall kann man die bei mir alle nachgucken. Ich speichere das ja auch alles extra, ne? Also für Leute, die es jetzt mal verpasst haben. Aber ich finde es immer besser, wenn man Leute hostet oder so. Ich habe letztens auch mal gefragt, was ihr davon haltet. Anstatt, dass ich jetzt hier permanent die Story-Wats laufen lasse. Natürlich kann ich es jetzt mit Metro machen. Könnte ich machen, weil wir haben ja nur zwei Streams vorher gehabt. Dass ich sage, okay, wenn ich nicht online bin, dann laufen die zwei Streams irgendwie in Dauerschleife, damit ihr auf dem Laufenden bleiben könnt. Na, oder ich mache das mal, was weiß ich, wenn ich Mittwoch und Donnerstag, wenn ich nicht streame. Da bin ich aber auch alleine. Nein, du hast die imaginären Freunde im Chat. Du kannst dich mit anderen Leuten beim Wort gucken auch unterhalten, so ist ja nicht. Du musst das nicht alleine gucken. Deswegen, vielleicht machen wir das ja so in nächster Zeit, dass ich mittwochs und donnerstags dann immer WOTS laufen lasse, damit ihr euch hier den ganzen Tag bespaßen könnt, falls ihr mal, was weiß ich, einen Tag frei habt oder krank seid und nicht extra die Videos raussuchen müsst oder so. Werden wir noch sehen, werden wir noch schauen, ne? Das ist so Herkunftsbild, ja. Ich habe schon genug imaginäre Freunde. Naja, immer noch besser imaginäre als falsche, oder? So, aber gut, machen wir mal weiter, ne? Wir lesen jetzt erstmal. Warte mal, Cut. Eintrag 2. Wer hat diesen dummen und hochtrabenden Satz über Macht, über Verantwortung gesagt, die mit der Macht kommt? Ich hatte gedacht, dass die Polis die Spitze der Macht in der Metro ist. Ihre Wachen bis zu den Zähnen bewaffnet, ihr unglaublicher Ruf bei allen Nationen und Stationen, ihre Lager voller Lebensmittel und Munition, ihr Reichtum und Wohlstand. Die Polis ist das Zentrum des Universums. Doch offensichtlich schert sich dieses Zentrum einen Dreck um irgendeine Hinterstation. Der Rat wollte nicht einmal seine Zeit damit vergeuden, uns bis zum Ende anzuhören. Aber nachdem er dann zögernd doch abzustimmte, stempelte er nur noch faul abgelehnt auf den verzweifelten Appell der Messe. Was? Regie hat's verkackt. Ich meine, in der Schule habe ich mal eine Zeit lang mit der Wand geredet. Okay, das ist auch schön. Und es war nicht einfach nur ein Appell, der abgelehnt wurde. Es war Millers Appell. Der Appell des Kopfes der Ranger. Ich dachte, jetzt sei alles vorbei, wenn da nicht Miller und seine Leute gewesen wären. Die Ranger werden nicht umsonst Orden genannt. Sie sind ein regelrecht ritterlicher Orden. Ein Staat in einem Staat. Eine Bruderschaft von Leuten, die Schwüre abgelegt haben, die an höhere Werte als sie in ihres Lebens glauben. Und die Ranger haben geschworen, die Metro vor allen Gefahren zu beschützen, die ihre Bewohner bedrohen. Egal in welcher Station sie wohnen oder woran sie glauben. Das war Horst. Hallo, Horst ist ein sehr guter YouTube-Zuschauer bei mir. Was, hat Amy den Startknopf gedrückt? Okay. Deswegen, ich lasse mir nichts auf den Horst kommen, also bitte. Der kommentiert sogar regelmäßig. Ein cooler Typ wohl. Hör gut zu. So. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. BB, Cosima Cat. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken.
Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Oh Gott. Sei vorsichtig. Bibliothek? Nein! Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Binden Sie den geheimen Militärkomplex D6. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Oh oh. Stacheldraht, ey. Oh, eine ganze Gasmaske. Medikit. Ich bin auf der U-Bahn geboren. Lass immer die Türen. Was? Ich bin auch in der U-Bahn geboren. Lass immer die Türen. Warum? Nein, in der U-Bahn gehen sie alleine zu. Okay. Ja. Klar. Nein, geh weg, du bist doof. Du hast einen tollen Tabulator-Antrag. Und bevor mich das Vieh frisst, lesen wir den auch noch. Hey! Oh Mann. Die Ranger nennen ihre Basis Sparta und sich selbst entweder im Scherz oder im Ernst Spartaner. Das passt zu ihnen. Eher wollen sie sterben als aufgeben. Es sind auch nur wenige genau wie ihre historischen Gegenstütze. Wie ihre historischen Gegenstücke. Jeder von ihnen ist ein erfahrener Kämpfer, der 10 normale Soldaten wert ist. Aber sie sind einfach nicht genug, um einen ganzen Krieg zu führen oder die Legion der Schwarzen abzuwehren. Deshalb ist mir das Plan unsere einzige Chance. Eine noch funktionsfähige Raketenbasis finden, Raketen abfeuern und das Netz der Schwarzen in Schutt und Asche legen. Wenn wir das durchziehen, werden unsere Verluste minimal sein, während meine Heimatstation und die gesamte Metro mit ihr gerettet werden. Es scheint ein perfekter Plan zu sein. Aber es gibt auch etwas, das mir Sorgen macht. Der Plan scheint einen Schwachpunkt zu haben. Irgendetwas stimmt nicht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir einen Fehler machen. Ich lese oben die ganze Zeit Eintracht und nicht Eintra. Fußballfan auch noch. Wir schleichen hier mal durch. Schleichen, habe ich gesagt. Schleichen, hau ab, Piepes. Fuck you and die. Oh, da will ich nicht reinfallen. Ich will dich nicht töten. I don't want to kill you. Geh hier mal runter. Oh shit! Au, was? Au, was? No fucking way. Mann, Eintrag. Hey Dude, was geht ab? Oh, du hast Moon, das ist aber nett von dir. Oh, und Wurfmesser und Geld und... Ah, ich muss den Filter wechseln. Oh, hier, die Tür geht auf, ne? Da ist nämlich eine Bombe, das ist nicht cool. Hallo, die Tür geht nicht auf. Herrgott, das Spiel ärgert mich. Warum? Hauen wir rein.
Also wir müssen doch hier lang. Wo ist denn das zum Entschärfen? Oh, da hättest du mich aber knüppeldicker erwischt, würde ich mal sagen. Filter, sehr schön. Nice. Kann die Taschenlampe wieder ausmachen. Woo! Bam, Alter. Who the fuck is chasing there? Wann komme ich hier einfach... Oh, hier komme ich nicht hoch. Aber da komme ich, glaube ich, hoch, oder? Kann das sein? Hallo, da hoch möchte ich. Da, danke. Oh, oh, wow! Oh. Was? Bert ist der Beton zu hart auf den Kopf geschlagen. Scheiße. Okay, das habe ich jetzt absolut nicht kommen sehen. Du hast Shit, du hast noch mehr Shit. Du warst zu langsam. Glaube ich fast nicht. Filter, ja, Filter tauschen. Wir können es ja mal versuchen. Okay. Okay. Die Tür auf? Nein. Frage? So, aber jetzt spielen wir mal weiter, sonst kommen wir ja gar nicht weiter und wir sterben gar nicht oft genug. Dann kann ich peinliche Mama gar nicht rauslocken. Wenn wir nicht sterben, so geht das nicht. Hallo, ich wollte nur sein fucking Filter! Ah, Body! Nee, 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 nee. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da ist Wasser, das ist nicht gut. Wo muss ich hin? Verpiss dich. Ah, da hat was gequietscht. Das klang wie Sesam, öffne dich. Ist es aber nicht. Oh shit. Hallo, 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 ich brauch dein Stuff. Wow. Durchladen, nicht vergessen. Oh, der hat aber einen schönen Kuzzelkörper gemacht. Ey, nein, 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 nein. Gehst du weg, Schmusi? Wow, yeah. Bam. Nachladen. Woohoo. Wo. Da. Na. Weg. Oh, noch mehr. Und Filter tauschen. Ich häng fest, ich häng fest. Mutti, scheiße. Das war blöd. Woo! Au. Fall doch endlich um, blödes Kackvieh. Stuff, hallo, Loot, hier ist fehlt ein Schlüssel, fuck. Stellung halten! Hallo, wozu steht ihr Penner denn hier eigentlich? Mir geht gleich die Munition aus. Whoa, Mutti. Na. Ich brauch Stuff. Oh Gott, du hast kein Stuff, aber du hast Stuff. Sterbi. Was muss ich eigentlich tun?
Finden Dokumente, geheime Militäreinrichtung. Okay. Finden Sie einen Weg. Die Tür ist immer noch zu. Ah, Molly! Geh weg! Kleiner! Penner! Na. Okay, wir finden irgendwo einen Weg. Da kann ich nicht rein. Okay, da kann ich nicht durch. Wo hat jetzt Artyom gerufen? Wo?